Hi, ich bin Jala, eine der vier BotschafterInnen und ich zeige euch heute mein Abschiedsbuch. Ich befinde mich schon in meinem neuen Zuhause in Kanada und deswegen sieht mein Abschiedsbuch auch schon ein bisschen demoliert aus, weil ich das ja auf dem Flug mit hatte. Und es ist tatsächlich super voll. Ich fange einfach mal an mit dem Anfang. Und zwar ist auf dem Titelbild quasi eine Bilderschau von ganz vielen schönen Orten aus der Provinz, in die ich gekommen bin, Nova Scotia. Genau, ich habe das einfach selbst so erstellt und dann mit so einer Plastikfolie überzogen. Ist jetzt auch nicht wunderschön geworden, aber ja. Ansonsten geht es dann direkt weiter. Da habe ich so eine Karte hingeklebt und quasi so ein paar Regeln. Außerdem habe ich dann eine Übersicht gestartet von wegen Kanada und Deutschland. Also hier musste ich Angela Merkel überkleben, weil ich meine auch sonst selber verschoben habe und dann auf einmal jemand anderes Bundeskanzler war. Und ansonsten habe ich alles so ein bisschen miteinander verglichen. Und dann geht es auch weiter zu meiner Provinz und meinem Distrikt. Die Provinz ist quasi, ja, da, wo ich hingekommen bin, und ein paar lustige Fakten. Und der Distrikt quasi, das ist Halifax. Und das war quasi die Gegend, die ich am Anfang bekommen habe, wo mir dann irgendwann gesagt wurde, wo meine Schule richtig liegt. Dann habe ich noch zwei Seiten über meine Gastfamilie und über meine Schule. Meine Schule hat sich aber geändert. Also die haben mir die falsche Schule gesagt, deswegen kann ich die Seite nicht zeigen, weil ich ja quasi noch nichts neu gemacht habe und meine Gastfamilie-Seite lasse ich auch mal privat. Dann habe ich aber auch noch eine Seite gemacht für Kontakte. Und zwar habe ich dann hier Name, Instagram-Name, Snapchat-Name, Handynummer hingeschrieben. Ich brauchte tatsächlich nur eine Seite und dann nochmal meine Sachen, aber so ungefähr sah das dann aus und dann halt gefüllt. Und dann geht's weiter. Dann ist hier eine Seite über meine Organisation, die ich jetzt auch nicht zeigen werde. Aber da halt noch so ein paar schöne Sprüche, die einfach so ein bisschen als Inspiration und Platzhalter gelten. Und dann habe ich quasi noch eine Seite mit Songs, die mir empfohlen wurden für meine Travel-Playlist und die ich mit einem Flugzeug anhören konnte. Dann habe ich noch eine Seite mit einem guten Rat gemacht, den die Leute mir mitgeben konnten, und Insider, die quasi nur meine Freunde und ich verstehen. Hier habe ich dann Geburtstage noch gemacht, damit ich die über die Zeit auch nicht vergesse. Und nochmal Regeln, was man genau machen soll. Dann kommen noch ein paar Sprüche. Und dann war es auch schon Zeit für meine Freunde da reinzuschreiben. Was ich außerdem in meinem Abschiedsbuch gemacht habe, war eine Seite über meine Abschiedsfeier. Also quasi mein Farewell Party. An dem Datum halt. Und dann habe ich da Polaroids reingeklebt. Und zwar habe ich mit jedem meiner Gäste Polaroid-Bilder gemacht, beziehungsweise von denen gemacht und dann da reingeklebt. Und dann konnten sie mir, wenn sie wollten, nochmal einen süßen Text dazu schreiben. Hier steht jetzt nichts, aber da war dann so ein Bild und dann konnten die was dazu schreiben. Und dann habe ich außerdem noch so alle Karten, die ich zum Abschied bekommen habe, hier reingeklebt, weil ich das auch mega süß fand als Erinnerung quasi. Dann ging es quasi weiter mit den Einträgen und viel Platz hatte ich am Ende auch nicht mehr. Also noch so ein paar Seiten hier. Und dann hatte ich zum Ende hin auch noch so eine Wall of Names. Da standen dann quasi nochmal alle Namen und hier konnte man ausprobieren, ob die Stifte funktionieren. Die Lasche hinten war dann für Top-Secret-Einträge, die niemand anderes lesen sollte. Dann habe ich da auch noch so ein paar Briefumschläge eingetan, die ich nicht reinkleben kann, weil die beidseitig gedruckt sind. Genau, also alles in allem ist mein Abschiedsbuch ganz schön dick geworden. Aber ich liebe es sehr und ich bin sehr, sehr dankbar für die ganzen Einträge, die da drin sind. Ein Abschiedsbuch ist auf jeden Fall so eine coole Idee. Ich bin super dankbar, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe 6 Monate vor Abflug das angefangen rumzugeben und es wurde am Ende wirklich knapp. Also seid gut vorbereitet darauf, gebt es früh genug rum und genau, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration von mir finden. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.